Hey, ich möchte gerne meine Erfahrungen aus 4 Tage Trockenfasten mit dir teilen. Und ja, ich erzähle erstmal einfach alles so, was mir einfällt. Und dann habe ich mir auch noch ein paar Notizen gemacht. Und wenn ich da nicht mehr weiter weiß, dann gucke ich da mal rein. Ja, der Auslöser für das Trockenfasten war ein Unfall, den ich hatte. Ein Rollerunfall. Ich bin gestürzt mit dem Roller und habe mir die rechte Seite an verschiedensten Stellen sehr stark aufgeschürft, tiefe Schürfwunden gehabt, die stark geblutet haben. Und ja, das war der Tag, an dem ein Freund abgereist ist, mit dem ich eine sehr intensive Zeit vorher hatte. Und ja, das hat mich wohl ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und ja, auf jeden Fall habe ich an dem Tag erstmal, das war so am Nachmittag, wo ich den Unfall hatte, und habe dann noch ganz normal, also so war dann noch was essen, was gekocht ist, und hab dann, ich weiß nicht mehr genau, abends glaube ich auch noch Obst gegessen, und ich gehe mal relativ früh ins Bett, 8 oder 9, und dann am nächsten Morgen hat mich ein Freund besucht, weil ich wusste nach diesem Unfall, ich will erstmal einen Tag Ruhe machen und mich hinlegen. Und ja, der Freund kam dann und hat mir empfohlen, doch zu fasten, um die Wundheilung einfach zu beschleunigen. Ich habe sowieso schon die letzten Monate immer morgens, also bis 12, intermittierendes Fasten gemacht mit Getränken, also mit Wasser oder Säften, und hatte seit ein paar Wochen Trockenfasten morgens gemacht, also immer schon bis mittags. Und als ich dann an diesem Tag bis um 4 oder so oder 5 immer noch nichts getrunken und gegessen hatte, habe ich gemerkt, okay, ich probiere mal das Trockenfasten und wollte so 3 Tage Trockenfasten. Der Tag, wie gesagt, ich habe dann die meiste Zeit gelegen, ich habe mir irgendwelche Hörbücher angehört und Film geschaut und so Sachen und mich halt einfach mal ausgeruht. Ich bin ja gerade in Thailand, da sind so über 30 Grad. Und abends habe ich dann noch an dem Tag nach dem Unfall einen Spaziergang gemacht, so 2 Stunden am Meer. Also ruhig, langsam. Aber ich wollte irgendwie mich doch noch ein bisschen bewegen. Und ich gehe recht früh ins Bett und bin dann einfach, weil ich dann schon sehr, sehr erschöpft war, abends ins Bett. Und ja, der nächste Tag, da war schon längere Zeit geplant, dass ich auf eine andere Insel fahre, um Sachen zu erledigen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann rüber mit dem Roller und habe, ja, den ganzen Tag bin ich da durch die Gegend gefahren, habe die Erledigung gemacht und ja, abends war ich dann richtig, richtig fertig. Es war dann sozusagen der zweite Tag Trockenfasten und hatte so das Gefühl, ich muss aufgeben. Ich hatte Durst. Ich hatte keinen trockenen Mund, aber ich hatte Durst. Und mir schwirrten die ganze Zeit irgendwelche Sachen durch den Kopf, die ich essen will. Und es war sehr anstrengend. Und ich hatte aber auch den Tag davor schon mal gemerkt, dass ich abends halt total schlapp bin, aber morgens sehr erfrischt erwacht bin. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es noch zum nächsten Tag hin, also der dritte Fastentag. Und bin dann halt auch wieder tatsächlich, ich habe dann am Meer geschlafen. Und bin dann tatsächlich auch sehr erfrischt und wohlgenährt aufgewacht und hatte das Gefühl so, oh, ich kann auf jeden Fall jetzt noch weitermachen, den dritten Tag. Und hatte schon, also hatte immer noch keinen Durst. Ich habe aber gemerkt, was für eine Gewohnheit dieses Trinken ist. Ja, dass es schon so irgendwie wie so ein Reflex fast ist und ich so diesen Reflex unterdrücken musste, mir einfach was an den Mund zu führen. So. Ja, und dann bin ich an dem dritten Tag erwacht und wie gesagt, mir ging es da sehr gut. Ich war dann im Meer und auch am Wasserfall, weil es gibt, ich habe dann gelernt, es gibt ja auch noch dieses Dry Fasting, also wo du auch gar keinen Kontakt mit Wasser hast. Das habe ich nicht gemacht. Ich hatte auch gelesen, so, oh ja, soll man eigentlich nur im Winter machen, weil Sommerhitze und so. Und jetzt sind hier aber 30 Grad und wie gesagt, die Motivation mit dem Unfall hat mich dann doch dazu geführt. Und
ich habe einfach super schnell Erfolge gesehen. Also die Wunden sind so schnell verheilt, schon nach 3 Tagen ist es aus, als wenn das irgendwie 10 Tage her ist. Also dafür kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Das ist so wirkungsvoll, wenn der Körper halt all seine Kraft in die Heilung stecken kann und nicht in die Verdauung. Ich hatte das Gefühl, dass mein ganzes System alle Kraft da reinsetzt und dass wie so eine Umstrukturierung auch stattfindet. Ja? Und auch ich habe dann so Gelüste nach Gurken, nach Tomaten, nach Melonen, also so nach wässrigen Früchten gehabt. Und vor dem Trockenfasten hatte ich immer eher so Verlangen nach Pommes und festen Sachen. Und dann habe ich gemerkt, dass dieses Trockenfasten halt auch echt so ein Startschuss sein oder ein Startpunkt sein kann, Reset, um neue Ernährung einzuführen. Ja, zum Stuhlgang vielleicht noch ganz kurz. Also ich hatte am ersten Tag hatte ich noch Stuhlgang. Also ich habe sozusagen jetzt jeden zweiten Tag dann nur Stuhlgang gehabt. Ich habe auch keine Einläufe gemacht, weil ich kein Einlaufgerät habe. Beziehungsweise, ja, ich auch immer so dachte, ich würde ihn nicht unter Druck setzen. Das, was er alleine macht, das ist das, was passiert. Ich hatte auch außer so einen Schwindel, wenn ich aufgestanden bin, überhaupt keine Vergiftungszeichen. Das kam dann erst am 4. Tag. Ich habe dann gemerkt, ich möchte gerne noch weitermachen, weil es mir gut ging und weil ich den Prozess weiter unterstützen würde und weil ich einfach wissen wollte, wie das so ist. Ich habe dann so ein bisschen auch gelesen über das Trockenfasten. Da stand so 3 Tage ist irgendwie so gar kein Ding. Kann man machen. Am 4. Tag soll man ärztlich sich begleiten lassen. Ich bin ja Heilpraktikerin, also dachte ich so, ja, ich begleite mich ja gut. Und war dann aber schon, wie gesagt, so, oh, Sommer und so. Aber mir ging es einfach richtig gut. Ich hatte keine Beschwerden bei den Nieren oder sonst irgendwo. Am 4. Tag kam dann aber morgens so Vergiftungskopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist einfach wirklich so ein Gefühl von, da ist so viel Gift im Blut, dass das halt Kopfschmerzen macht. Und wie gesagt, weil ich auch nicht regelmäßig Stuhlgang hatte. Ja, und der 4. Tag, das war dann schon auch wieder sehr ruhig, auch wieder mit viel Wasser, also drumherum, so baden und so. Aber da habe ich halt auch gemerkt, oder auch jetzt, wo ich mich nochmal mit einem anderen Freund unterhalten habe, dass Trockenfasten halt echt was ist, wo du dir eine Auszeit nehmen solltest, was man nicht so nebenbei macht. Weil es schon sein kann, dass du halt schwach bist oder dich hinlegen willst oder halt irgendwelche Prozesse hochkommen, die in Ruhe gemacht werden wollen. Also jetzt, ja, Ernährung ist einfach ein sehr tiefes Thema, was einfach, ja, viel Zeit braucht, um da Transformationen stattfinden zu lassen. Ja, ich habe dann quasi am Ende des 4. Tages, habe ich dann mit einer Kokosnuss das Fasten gebrochen. Oder an der habe ich ungefähr 1 Stunde getrunken, weil ja, man soll es ja ganz langsam wieder anfangen, das Trinken. Und ich habe so gemerkt, wie so die Flüssigkeit in die Zellen zurückkehren. Ich hatte vorher, also am Ende oder am 3., 4. Tag hatte ich so das Gefühl, dass mein Energiesystem sich angehoben hatte, dass es viel leichter geworden ist. Also ich bin weniger erdig, weniger schwer gewesen und mehr so leichtere Frequenz. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe einen ganz flachen Bauch. Es ist ja so beim Trockenfasten, dass man halt 100% Fett verbraucht und nicht wie beim Wasserfasten Hälfte Muskeln, Hälfte Fett. Ich habe keinen Spiegel, ich kann das jetzt irgendwie nicht so von dem Gewicht her irgendwie festmachen, aber ich hatte also das Gefühl, dass ich einen ganz flachen Bauch hatte. Und dann nochmal kurz zurück, ich bin ja eh schon zurückgesprungen, mit dem Hungergefühl, ja, das tauchte schon immer wieder auf, aber ich habe jetzt gerade durch, versuche ich gerade einen neuen Umgang so damit zu finden, dass sozusagen dieses Magenknurren, was da manchmal ist, dass ich das nicht gleichsetze mit Hunger, sondern da zieht sich halt einfach der Magen zusammen.
Und dass ich das versuche zu entkoppeln und nicht mehr esse, weil ich da jetzt denke, ich muss irgendwas essen oder ja, sondern das irgendwie neu zu entdecken, für mich ganz anders zu definieren, ja, dass wann esse ich was, wann trinke ich was. So. Und da wirklich sehr auf mein Körpergefühl zu hören, wann der was braucht und nicht, oder wann da eine Lust ist, ja, essen auch so, wenn ich Lust auf eine Frucht habe oder auf ein bestimmtes Gefühl im Mund, also auf die Sinnlichkeit eher. Ja. Wie gesagt, das Fastenbrechen dann mit einer Kokosnuss. Irgendwie ein paar Stunden später habe ich dann noch eine Kokosnuss getrunken. Und am Ende habe ich eine halbe Melone, ungefähr 1 Liter muss das gewesen sein. Melone. Habe ich auch sehr gut vertragen. Habe mir aber sagen lassen, dass es ganz schön viel Flüssigkeit ist, so für den ersten Tag danach. Mir ging es, wie gesagt, damit gut. Und ich bin wirklich gerade in den letzten Wochen, Monaten auch nochmal viel stärker mit dabei, so auf meinen Körper zu hören, was der braucht, was der sich wünscht, wie es dem damit geht und so. Und es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sehr langsam anzufangen und nur so mono immer zu gucken, was das mit dem Körper macht. Als ich dann wieder angefangen habe, da kam dann eigentlich erst alles so an Entgiftung raus, auch seelische Prozesse. Ich kam dann nochmal an ein sehr tiefes, altes Thema. Ich denke, dass Trockenfasten halt echt nochmal tiefere Prozesse zum Vorschein bringt als Wasser- oder Saftfasten. Es ging darum, dass ich, also ich habe dann so gemerkt, dass am 3., 4. Tag, dass ich irgendwie so aus Langeweile gegessen hätte. Ja, so wenn, ich habe halt mich, wie gesagt, so ausgeruht und kam immer wieder die Gedanken an Essen und ja, ich habe halt als Kind so eine Phase gehabt, wo ich keine Freunde hatte, wo ich alleine vorm Fernseher saß und ganz viel aus Frust, aus Langeweile gegessen habe. Also ich war früher sehr pummelig und ja, an diese Zeit bin ich wieder rangekommen und das war auch die Zeit, wo ich mich sehr ungeliebt gefühlt habe, nicht gewollt gefühlt habe und das kam jetzt alles nochmal raus und ich war dann wie auf so einem Film, dass ich dachte, oh, der mag mich nicht mehr und die wollen gar nicht mit mir zusammen sein und ich habe das relativ schnell innerhalb von ein paar Stunden irgendwie durchschaut, weil es natürlich, oder nicht natürlich, sondern es ist schon lange nicht mehr so. Aber daran habe ich gemerkt, dass das so rauskam. Ne? Das ist nochmal so, ich bin da nochmal so durchgegangen und konnte das quasi entgiften, also so rausgeben. Dieses Gefühl, dass keiner mit mir zusammen sein will. Und ja. Das war sehr schmerzhaft, halt nochmal in diese Zeit zurückzugehen. Das nochmal alles so zu durchspüren. Aber wie gesagt, es ist relativ schnell dann auch wieder gegangen, weil einfach das Leben, da kamen dann Menschen und haben mit mir gequatscht und ich habe gemerkt, die sind gern mit mir zusammen und ja, dass das wirklich was Altes war, was schon längst vorbei ist. Ja, und dann kam noch ein anderes wichtiges Thema für mich, auch aus einer sehr wesentlichen Zeit. Habe ich zum Glück, oder ich habe irgendwie dieses Mal gar nicht vor dem Trockenfasten darüber nachgedacht und das war, glaube ich, auch ein Glück. Weil ich hatte, als ich 20 war, habe ich das letzte Mal gefastet. Trockengefastet habe ich übrigens in meinem Leben einmal und zwar als ich hergeflogen bin, weil ich das gehört habe, dass es halt gut ist, wenn ja auch halt die, um die Energie für all die anderen Prozesse, die während so einem Flug irgendwie gebraucht werden und nicht für die Verdauung eingesetzt werden kann. Gefastet, Wasserfasten habe ich das letzte Mal mit 20. Das waren, glaube ich, 7, 8 Tage. Und damals habe ich den Absprung nicht mehr geschafft. Also ich finde, dass, oder meiner Erfahrung nach, ist dieses Wiederanfangen zu essen viel schwieriger als dieses Nicht-Essen. Also mir fallen Extreme viel leichter als halt dieses bisschen.
langsam anfangen. So, ja. Und ich habe damals eine sehr schwere Zeit in meinem Leben gehabt, war gerade in einem Trennungsprozess, in einer Partnerschaft und habe, damals kannte ich Rohkost noch nicht, aber ich habe damals dieses Gefühl der Leichtigkeit, das war so genial, dass ich nicht mehr angefangen habe zu essen, beziehungsweise nur noch Salat gegessen habe, über mehrere Monate und total abgemagert bin und quasi wie verschwunden bin. Und das war damals der erste Grund oder der Grund, warum ich dann zum Heilpraktiker gegangen bin. Und bin da ja langsam wieder ins Essen gekommen. Und das ist jetzt wieder aufgetaucht, weil jetzt war ich wieder in diesem Ding drin von langsam wieder anfangen zu essen. Und ja, da kam einmal so dieses Thema natürlich von damals nochmal hoch, weil ich habe seitdem nicht wieder gefastet, weil ich Angst hatte, dass mir das wieder passiert, dass ich es wieder nicht schaffe, wieder anzufangen zu essen. Und ja, es war dann auch so, der erste Tag, habe ich ja schon gesagt, 2 Kokosnüsse, eine Wassermelone. Am zweiten Tag habe ich dann eine halbe Wassermelone, 4 Tomaten und eine Gurke und 3 Kokosnüsse, also nur die Kokosnüsse nur getrunken. Ja, das ging dann noch so und der dritte Aufbautag, das war dann schon schwieriger. Da kam dann so ein anderes Thema, dass ich halt Essen vernichte, Essen in mich reinstopfe. Und da habe ich dann ziemlich viel gegessen. Ich habe das zum Glück gut vertragen. Oder das war dann der vierte Tag. Wo habe ich denn jetzt meine Notizen? Ja. Genau, das war so das zum Essen. Ich habe dann auch immer, wie gesagt, nur jeden zweiten Tag Stuhlgang gehabt. Ich habe dann mir aus dem Internet so laute Akupressurpunkte geholt, um die. Die man bei Verstopfungen drücken kann, hat leider nur mittelmäßig bis gar nicht geholfen. Und also Urin, nochmal zum Urin. Ich habe während des Trockenfastens vielleicht einen Fingerhut irgendwie pro Tag pullern müssen. Sonst gar nicht. Gar kein Urin raus. Er war sehr dunkelgrün, ich hatte keine Beschwerden an den Nieren. Und danach, der ist immer noch sehr dunkel, mein Urin, jetzt am vierten, fünften Tag danach. Immer noch kleinere Mengen. Ich bin, heute habe ich so einen Mangotag, will ich so einen Mangotag machen. Ja, ich habe meine Menstruation bekommen. Beziehungsweise, ich kann dir nicht sagen, ob es wirklich meine Menstruation gewesen ist, weil ich hatte das Gefühl, dass kein Ei reif geworden ist, sondern dass ich einfach nur die sozusagen die Schleimhaut der Gebärmutter abgelöst hat und sich gereinigt hat. Ja, also auch als Entgiftungszeichen. Ich hätte eigentlich eine Woche später meine Menstruation bekommen sollen, also jetzt in einer Woche. Und das ist halt auch ein Entgiftungszeichen. Und da habe ich das, ich habe das zwar schon immer gehört, dass Menstruation halt auch Entgiftung ist. Aber hier habe ich es jetzt am eigenen Leib sozusagen erfahren, dass wirklich da der Körper das Blut benutzt, um auch Sachen, also um Giftstoffe abzugeben. Und was ich auch hatte, ich habe ganz viele kleine Eiterpickel am Dekolleté bekommen, auch als Entgiftungszeichen. Auch wie gesagt hinterher, so am zweiten Essenstag ungefähr tauchten die auf. Und Entgiftungskopfschmerzen hatte ich auch immer mal wieder und wurden sofort besser, wenn ich Stuhlgang hatte. Und Meer hat es auch besser gemacht, ja, wenn ich im Meer war. Weil das Meer zieht auch alles Mögliche aus dem System raus. Ja, jetzt gucke ich nochmal, was ich noch vielleicht vergessen habe, was wichtig ist. Ach genau,
noch während des Trockenfastens wurde mir sehr heiß und habe dann auch halt hinterher gelesen, dass bei der Fettverbrennung halt sehr viel Wärme entsteht. Also das ist, gehört sozusagen mit zu dem Prozess des Trockenfastens. Ja. Gut. Ich habe mir zwischendurch immer wieder den Bauch massiert, um einfach mich da zu unterstützen und anzuregen, dass ich vielleicht doch Stuhlgang habe. Ja, also ich hatte das ja wie gesagt wegen dieser Wunde gemacht und die war wirklich, also da konnte man zugucken, wie schnell die verheilt ist. Also dafür kann ich es wirklich empfehlen und ich habe halt auch gelesen, dass es insgesamt für alle Entzündungsprozesse und für Bakterien und Viren abzutöten, die im Körper rumschwirren, sehr, sehr gut ist. Auch bei der um Parasiten loszuwerden. Ich hatte das auch so ein bisschen gehofft, weil eine Freundin erzählt hatte, nach 3 Tagen Trockenfasten kamen bei ihr so Parasiten raus, aber das war bei mir nicht der Fall. Vielleicht, wenn ich einen Einlauf gemacht hätte, dass das dann anders gewesen wäre. Ich denke schon, dass ich Parasiten habe, weil ich, es kam mir halt jetzt so danach im Anschluss dieses Vernichten oder dieses Essen vernichten, dass das wie so fremdgesteuert ist und dass da schon irgendwelche Tierchen in mir sind, aber bis ich sie nicht gesehen habe, kann ich das nicht, weiß ich es nicht zu 100%ig, aber das ist gerade so eine Annahme von mir, dass da halt wirklich Parasiten in mir leben. Aber wie sagte Nikolai so schön, die helfen auch Schwermetalle aufzunehmen, also sind jetzt auch nicht so dramatisch wie, also haben auch sozusagen einen Nutzen. Ja. Gut. Genau, achso, ja, dann auch noch ein, während des Trockenfastens habe ich richtig stark gemerkt, wie sich mein ganzes System umgestellt hat. Ja, wie die ganze Energie auf einmal in andere Bereiche gelenkt wurden. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich das gemerkt habe, aber es war wie so ein Gefühl von Umstrukturierung. Wie wenn Zahnräder sich anderweitig zusammensetzen und nicht mehr da, wo sie bisher irgendwie zusammengearbeitet haben. Ja. Ach so, genau. Die Körperwahrnehmung insgesamt war sehr, sehr stark. Also alles hat sich irgendwie intensiviert. Das Pochen, das Wimmern, das Puchern, also im Darm die Geräusche, das von die Blutgefäße habe ich pulsieren gespürt. Also es war, ich habe mich sehr, sehr lebendig gefühlt und sehr viel, sehr starke Körperwahrnehmung gehabt. Ja, so der ganze Körper hat vibriert. Es war alles voller Energie. So. Ja, so. Ich glaube, achso, genau, noch als Vergiftungszeichen hatte ich so einen ganz leichten Schnupfen, also so, dass mir die Nase gelaufen ist. Genau. Ja, gut. Ich glaube, das war's. Ich habe auf jeden Fall Lust, das auch noch mal länger auszuprobieren, weil ich gemerkt habe, dass das wirklich was mit meinem System macht und ich habe Lust, da tiefer einzusteigen und auch diese Umstrukturierung mit der Ernährung immer weiter einzuleiten und mich da zu unterstützen. Aber ich würde da immer nach dem Gefühl gehen. Also ich habe mir ja diesmal 3 Tage vorgenommen und es sind 4 geworden und vielleicht nehme ich mir 7 Tage vor und es wären dann nur 3, also das ist auch dann kein Ding. Aber ich merke, dass es eine spannende Erfahrung ist. So. Und es ist auf jeden Fall möglich. Ich habe mir das unterwegs auch immer wieder gesagt, als ich so Ängste bekommen habe und natürlich auch die Stimmen, dass es ja gar nicht geht und es ist jetzt so heiß und ja, und das, aber es ist möglich, so lange ohne Wasser und Essen auszukommen. Es gibt ja auch Menschen, die das schon viel, viel länger gemacht haben.
Und wie gesagt, also es wird total viel Energie frei für andere Sachen. Dass du dich wunderst, dass ich jetzt ganz anders andere Klamotten anhabe, andere Umgebung. Ich hatte einen ganz wichtigen Punkt in dem Video vergessen, den ich jetzt noch ergänzen möchte. Und zwar war es diesmal bei dem Trockenfasten für mich wirklich eine ganz andere Erfahrung als beim Fasten mit Wasser oder Saft. Und zwar habe ich damals, als ich mit Saft und Wasser gefastet habe, immer so gedacht, oh, ich verzichte jetzt auf was, und habe mich damit getröstet, dass ich es dann wieder zu mir nehmen kann. Und bei dem Trockenfasten jetzt hatte ich so ein ganz anderes Gefühl, also dass wirklich dadurch, dass die ganze Energie für die Heilung eingesetzt werden konnte, dass es nicht darum geht, ob ich jetzt etwas esse oder nicht. Also es ging nicht um die Nahrung, es ging nicht darum, um das Gefühl zu verzichten, sondern mir eine Auszeit zu geben, und dass es eher wie eine Belohnung ist oder wie ein, dass ich mir was schenke. Ja, es war nicht dieses, ich darf jetzt nichts essen in der Zeit, sondern ich schenke mir eine Auszeit von dem äußeren Verdauen, also von der Nahrung, und gebe meinem System alle Kraft, darf in alle möglichen Sachen gehen, für die sonst keine Kapazitäten sind, weil die ganze Energie für andere Dinge gebraucht wird. Und das finde ich eine super wichtige Erkenntnis für mich. Und ja, das ist jetzt das Ende des Videos, und es gibt noch nicht so viele Austausche über das Trockenfasten. Also wenn du Lust hast, schreib gerne einen Kommentar oder Erfahrungen, schreib deine Erfahrungen rein. Wenn du selber auch mal die Fastenerfahrung machen möchtest, diesen kleinen Werbeblock müsst ihr mir erlauben. Und zwar machen wir von The Rising Sangha ja im November ein Fasten-Retreat. Also wenn du da dabei sein möchtest, es gibt, ich glaube, maximal 15 Plätze, dann melde dich bei uns. Und ja, da werden wir Wasserfasten und auch, wer mag, Trockenfasten. Und ja, das war's hier. Ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis bald.